Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir, Azurech, und einem weiteren Let's Play zu Dishonored. Ja, wir sind ja gerade mit dem Boot hier hingekommen zu diesem Pub und suchen hier dort ein bisschen nach Hilfe für Leute, die uns eben unterstützen, um die wahre Kaiserin wieder zu suchen, die Tochter. Und da hören wir hier erstmal ein bisschen zu. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lord Regent alle verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie, wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lord Regenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Tja. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Also so eine Art Leonardo da Vinci. Schauen wir mal nach, wer das ist. Irgendwo am Hafen sollte der ja sein. Und ich höre was. Und ich glaube, das ist er. Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstück. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters. Ja, wunderbar. Das kann doch nicht wahr sein. Der Walöl-Tank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Vorsichtig. Oh, guck mal, da ist schon meine Maske, die ich bald haben werde. Eine große Sauerei. Sehr interessant. Was haben wir denn hier noch so? Das war ich nicht. Eine Karte, die uns aber nur Münzen gibt. Ein Schraubstock. Schraubstock. Wir machen ja viel Unfug. Was haben wir hier noch so? Ein Brief, ein Zeitungsartikel. Das werde ich aber nicht vorlesen. Ihr könnt ja gerne auf Pause machen, um euch das hier alles selber durchzulesen. Ansonsten gehen wir dann direkt mal weiter. Haben hier noch einen weiteren Brief vom Admiral Havelock. So, gehen wir weiter. Warum hat er denn jetzt alles hier equipped? Ich weiß es nicht. Und wir sollten diesen Walöl-Tank da gleich suchen. Hier ist nichts drin. Auch hier weiter noch was. Auszüge aus den Notizen eines Naturphilosophen unterwegs auf einem Walfänger. Ja, also hier bekommt man auf jeden Fall noch sehr viel Hintergrundstory zu allen möglichen Dingen. Auch hier, es geht immer weiter. Ja, also wirklich, hier kann man sehr viel nochmal nachlesen über das Spiel. Also mit Hintergrundinfos ist man hier auf jeden Fall sehr bedient. Auch hier nochmal, wie das mit dem Walöl funktioniert. Ha, das sieht auf jeden Fall nicht sehr freundlich aus gegenüber den armen Walen. Ja. Hören wir uns das einmal an hier. Die Akademie lehrt die absurde Theorie, dass Walöl Energie besitzt, damit Wale auch noch in größten Meerestiefen überleben können. Ansonsten könnten sie dem Druck und der Kälte nicht standhalten. Ich spekuliere, dass ein Mensch durch Anpassungsprozesse hochenergetische Körpersäfte produzieren könnte. Ich könnte einen Tank für ein Testobjekt bauen, der seinen Druck langsam über einen großen Zeitraum erhöht und dann über Jahre hinweg beobachten, ob das Testsubjekt eine energetische Substanz bildet. Ja, sehr intelligent. Die Kaiserin wird mir sicher mit entsprechenden Anlagen, einem Testsubjekt und der notwendigen Straffreiheit aushelfen. Gut, das war ja nicht so interessant. Leeren Tank befüllen. Den vollen Tank
tragen. Ja, werfen sollten wir ihn jetzt nicht. Das haben wir schon gehört. Obwohl. Nun rein damit. Na gut. Oh. Echt jetzt? Echt jetzt? Oh Gott, nein, oder? Das ist doch nicht wirklich ernst. Naja, ich denke mal, das können wir noch alles kurz hier wegklicken. Später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin überspringen. Ein wahrer Diener des Kaiserreichs. So. Ja. Piero ist Künstler und Techniker in einem. Das war natürlich nicht vorhergesehen. Ich werde Ihre Waffen und Ausrüstung. So, dann machen wir das jetzt einmal schnell. Ich dachte, der hat noch ein paar mehr davon, dass man ihn wieder auffüllen kann. Na gut. So, jetzt aber. Perfekt. Vielen Dank, Paul. Das sieht aber nicht gut aus, was er mit der Maske da macht. Die Maske des Attentäters. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten das glaube ich auch. Kurz still, damit ich Sie anpassen kann. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. Oh. So. Besser so? Ich kann noch mehr für Sie herstellen. Verbesserung für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Ja, wunderbar. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. So, jetzt könnte ich bei dem auch noch einiges machen. Schauen wir einfach mal rein, was wir da haben. Wir haben ja sehr viele Münzen. Wir können jetzt... Können wir auch Dinge kaufen dann anscheinend. Okay. Verbesserungen ebenfalls. Sind aber dann auch wirklich anscheinend auf jeden Fall teurer. Ausrüstungsverbesserungen. Zum Beispiel unsere Maskenoptik jetzt hier. Oder halt Kapazitäten der Waffen. Schwerthärtung. Und so weiter. Hier steht auch, wie viel wir hiervon jetzt haben. Zum Beispiel Kugeln haben wir nicht so viele. Wir haben noch Minen. Und so weiter. Ich denke mal, es kostet da nicht so viel. Wir holen uns einfach mal so ein paar Kugeln. Können wir uns mal auf alles voll holen. Ja. So, ich denke mal, das reicht erstmal. Ich wollte das jetzt eh nicht so auf Schleichen durchspielen. So. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ja, schlafen wäre wirklich mal sehr gut. Bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Ja, hast recht. Gute Träume. Aber der schläft doch nicht jetzt hier ein. Ist doch peinlich. So. Da bin ich aufgewacht und hab keine Ahnung, was hier abgeht. Es hört sich so an, als ob es draußen regnet. So, wir wollen erstmal wieder rauskommen. Und... Okay. Irgendetwas stimmt nicht. Ja, das hätte ich dir auch sagen können. Das sieht nicht gut aus. Erinnert mich gerade ein bisschen an Batman. Immer wenn er da mit dem... Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Rumläuft. Hallo, Corvo. Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr? Die Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Und du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen. Dafür habe ich dich ausgewählt und in das große Nichts gebracht. Ich bin der Outsider. Und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, die die Menschen Magie nennen. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Komm, finde mich. Das ging aber ziemlich simpel. Mal eben so ein bisschen Kraft bekommen. So, wir haben direkt teleportieren bekommen.
Drücke rechte Maustaste, um einen blitzschnellen, lautlosen Spring zu vollführen. Du kannst die Kraft auch einsetzen, um dich nach oben zu bewegen, allerdings ist die Reichweite dann geringer. Bla bla bla. Ja, schauen wir einfach mal. Ja. Lieber mal ein bisschen schauen, wie es funktioniert. So, wir sollen weitergehen. So, und dann einfach loslassen und schon ist das Ganze geschehen. Wir können, wie gesagt, uns weiter nach in die Vertikale als in die Horizontale teleportieren. Und hier ist die Kaiserin noch. Wow. Mit einem fallen lassenden Brief. Du kannst ihn nicht retten, du kannst ihn nicht retten, du kannst ihn nicht retten. Ja, ich glaube, ihr habt gemerkt, was da drin steht. Mit einer schönen Truhe. Epix. Nein, da ist Mana drin. Also wir haben jetzt Mana wieder ganz innovativ. So, können uns jetzt hier zigmal hin und her porten, wie wir es ja kennen. Oh, ganz knapp. So, was haben wir hier denn? Ah, wir haben hier die Prinzessin, die... Wer ist denn das hier? Die sehen alle so komisch aus, ne? Die sind immer, die erinnern mich irgendwie so ein bisschen an die Typen auch vom Bioshock. So sehen die auch irgendwie aus. Na gut, gehen wir einfach mal weiter. Oder teleportieren wir uns mal weiter. Auf jeden Fall sieht das hier sehr stimmungsvoll aus. Und ja, wir brauchen langsam ein bisschen Mana wieder. Aber da haben wir das ja hier. Achso, wir können auch nur die Hälfte tragen. Alles klar. Da ist wieder der nächste. Ah, da ist der Meisterspion. Mit einer großen Karte. So, was macht der Meisterspion da? Der wirft irgendwas um Häuser auf die Stadt. Vielleicht gefällt ihm irgendwas nicht. So, gehen wir hier einen nach unten. Nach unten. Hier haben wir Weiner, die von den... Ah, wie heißen die nochmal? Die ist, glaube ich, Walker oder einfach sowas ganz Einfallsloses. Ja, die werden wir auf jeden Fall ja auch noch antreffen. Das ist ja nämlich ein bisschen an Half-Life 2. Auf jeden Fall. Gut, gehen wir weiter nach oben. Hupp, da können wir uns ja nicht so weit teleportieren. Sieht schon cool aus auf jeden Fall, muss ich ja schon sagen. Kann ich mich nicht hier direkt hin teleportieren? Machen wir einfach mal. Ich habe Kerzen ausgeblasen. Unglaublich. So, weiter geht's. Und eine Katze. Stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Suche an den einsamen Orten deiner Welt und an den Schreien mir zu Ehren. Nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies. Das Herz eines lebenden Wesens, geformt von meinen Händen. Dieses Herz offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen. Wie gut sie auch versteckt sein mögen. Haha. Dem Herzen dein Ohr und finde eine weitere Rune. Okay, dann wollen wir mal uns das Herz hier so ein bisschen anschauen. Erstmal vielleicht noch mal ein bisschen Mana nehmen. Wenn du das Herz in der linken Hand nimmst, kannst du Knochenartefakte und Runen aufspüren, sogar durch Wände hindurch. Das Herz schlägt und leuchtet auf. Bla bla, das Herz flüstert dir Geheimnisse zu, wenn du es drückst. Dann drücken wir erstmal so ein bisschen. Ganz liebevoll. Dieser Ort ist das Ende all dem. Ah, er drückt es gar nicht wirklich. Ja, hier ist die Schnellauswahl. Teleport oder das Herz. So, da sehen wir jetzt auch Rune in 115 Meter knapp. Es posiert aber, sieht ganz schön komisch aus, das Herz. Das erinnert mich jetzt irgendwie an diese Kartoffel aus Portal 2. So, ich komme auch gut ohne allem weg. Fragen wir nochmal das Herz, was los ist. Gehen wir nach unten oder bleiben wir hier? Ich glaube, wir müssen nach unten. So, wo sind wir denn hier mittlerweile? Sieht ja ganz schön abenteuerlich hier aus. So, ich denke mal noch einen weiter nach unten und da kommen wir der Rune auch ganz schön näher. Haben sie jetzt auch gleich. Ist ein Jump-Run. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen wechseln hier. So, und da haben wir die Rune gefunden. Können wir mal gucken, wie hart das Herz pocht. Oh Gott, das geht ja ab. Junge, das ist nicht gesund für dich.
So, die Rune haben wir gefunden. Mit dem Zeichen. So. Wenn du ein paar Runen gesammelt hast, öffne das Tagebuch, um sie im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. So, und jetzt kann ich also irgendetwas Neues erwerben. Hier noch nicht. So, das muss ich halt in mein Tagebuch reingehen, Kräfte. So, und jetzt habe ich eine Rune und kann jetzt mir damit was Neues holen. Zum Beispiel diese Nachtsicht. Das andere geht nicht. 3 Runen, 2 Runen. Das kostet also ein bisschen mehr. Dann holen wir uns einfach mal die Nachtsicht. Erlaubt das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen einschließlich ihrer Sichtfelder durch Wände hindurch. Also ein megamäßiger Warlock. Ja. Gut. Haben wir schon gerade uns durchgelesen. Und das war's dann auch schon hiermit. Wie du mein Geschenk einsetzt, obliegt allein dir. So wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Doch wisse, dass ich dich mit großem Interesse beobachten werde. Ja, ich frage mich halt immer noch, wer das ist. Also, der sieht ein bisschen jung aus und überhaupt nicht so geheimnisvoll. Auf jeden Fall sind wir jetzt wirklich zu Hause. Und das Zeichen ist geblieben, es war kein Traum. Schon mal sehr gut. Manchmal hat man ja so Träume, da wünscht man sich doch. Ne? Ihr wisst schon. Eine Münze. So, und ich denke mal, hier machen wir auch eine Pause und schauen mal, was wir Bösartiges oder Cooles mit den Kräften zaubern können. Und schauen dann einfach mal im nächsten Let's Play da weiter. Falls ihr Interesse an dem Spiel bekommen habt, bei unserem Partner Gameladen, könnt ihr das Spiel sehr günstig vorbestellen. Der Link steht in der Videobeschreibung. Bis dann und ciao, ciao.